Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück wieder zu Ark Survival Evolved. Wir sind immer noch dabei, unsere Kibbelfarm zu vervollständigen mit den entsprechenden Männchen. In der letzten Folge hat man, glaube ich, einen Dodo gezähmt, einen Raptor, eine Schildkröte. Und da unten könnte doch potenziell das Patschi-Männchen sein. Kann es ein Männchen? Na ja, das ist natürlich ein Weibchen. Wenn man mal was Bestimmtes sucht, findet man das bei Ark immer irgendwie nicht. Die Morphodon. Da hat man doch auch schon mal hier ein Männchen gesehen. Männchen Level 36. Komm, das wäre doch eigentlich ganz gut. Wissen wir jetzt hin. Eigentlich müsste ich warten, bis er mal landet. Dass ich ihn mit der Bola erstmal am Boden halten kann. Weil die sonst sehr, sehr, sehr schwierig zu treffen sind. Lande, 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 lande. Das sieht doch gut aus. Ah, wenn man jetzt getroffen hätte, wäre es noch besser gewesen. Die ganzen blöden Kompis wieder. Das will ich doch gar nicht. Geht weg. Gut. Okay. Ja. Das hat ja nicht so gut geklappt. Also da wahrscheinlich mit dem Gewehr drauf schießen. Sonst tot. Na gut, wieder was gelernt. Das wissen wir dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal Bescheid. Guck mal weiter. Hamasaurier haben wir schon. Lystro. Lystro könnte männlich oder 80. Das ist vielleicht nicht immer so schlimm. Theoretisch, wenn ich das so mache, müsste es ja sogar schneller gehen. Nee, der will Mio-Bären. Offensichtlich nur Mio-Bären, kein Gemüse. Gut, 4 Stück brauche, das ist okay. Das ist akzeptabel, da ist auch ja, das Level 80 okay. Ich muss mich hier allerdings mal wieder um dieses Viehzeug kümmern. Komm, werd wieder hungrig. Hab ja nicht den ganzen Tag Zeit. Noch andere Aufgaben zu tun. So, die Hälfte haben wir. Ach, dieses Geschrei immer. Ich frage mich, woher das kommen soll. Dann klingt es ja wie so ein Hund. Hyäne? Wolf? Weiß ich nicht. Es ist jedenfalls sehr beängstigend. Es klingt so. Aber vielleicht ist es auch eher hier so was wie eine Halluzination, wenn man ja normalerweise alleine auf der Insel ist. Es dürfte also gar kein anderer schreien, aber vielleicht hat man hier so eine Macke mittlerweile bekommen vor Einsamkeit. Ja, dass man sich dann hier sowas einbildet. Danke, dass du mir für die Füße kackst. Finde ich sehr freundlich von dir. So, jetzt haben wir den auch.
Bleibst du mal gefälligst hier, wo willst du denn hin? Komm mit. Wundere dich noch nach Hause. Und dann haben wir wieder ein Tierchen abgehakt. Vielleicht nehme ich mir auch den Level 72er Stego, der da lang läuft. Der dauert dann zwar entsprechend länger, aber er ist zum Glück auch ziemlich nah an der Basis. Und ich habe halt auch keine Lust, einmal über die halbe Karte mit so einem langsamen Stego im Schlepptau laufen zu müssen. Und dann bringt es mir auch nicht sonderlich viel, den mit einem Quetz zu holen, weil ich dann ja auch mit dem Quetz erstmal über die halbe Karte fliegen müsste. So. Deswegen werde ich jetzt mir doch mal diesen Stiefel hier kaufen. Oder vornehmen. Was wir haben, haben wir, ne? Selbst hier. Und dann machen wir das mal so. Ich gucke jetzt nicht nochmal, ob das Männchen war. Ich gehe einfach davon aus, dass das richtig ist, was ich hier mir gemerkt habe. Lauf, Forest, lauf. Immer so schnell, vor war nicht schon immer so schnell. Dodo, du bist im Weg. Aua. Wegen dir hat er mich jetzt getroffen. Nicht nett. Ah, jetzt ist er im Fluchtmodus. Bin ich jetzt nochmal getroffen oder nicht? Irgendwie nicht. Nicht mehr. Jetzt liegt er. Ich werde jetzt aber mal hier diesen Dilo platt machen, der hier versucht, die unschuldigen Dodos zu killen. So, haben wir es jetzt alles, ja? Genau, doch, das war das Männchen. Dann kriegst du jetzt hier die Bären und das wird eine Weile dauern. Schon wieder so ein blöder Dilo. Hat hier sogar ein Ei gelegt. Nehmen wir mit. Danke. Okay, gut. Ja, also 2,2% einmal wird er gegessen haben. Dauert also. Ich werde dann nur noch schnell gucken, ob wir da an die Betäubung denken müssen. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir das nicht müssen. Nee, werden wir nicht brauchen. Das heißt, ich werde einfach mal gleich weiter gucken nach den nächsten Tieren und den hier in Ruhe fertig zähmen lassen. Regnet, dann fülle ich die Wasserflasche gleich mit auf. Also effizientes Arbeiten ist das A und O. Dann kommt man gut voran. Für die nächsten Tiere wahrscheinlich ein bisschen gründlicher dann auch gucken. Die werden dann nicht mehr alle in unmittelbarer Nähe zur Basis sein. Was ein bisschen schade ist. Ich muss sowieso jetzt mal überlegen, was uns noch fehlt. Also die Morphodon auf jeden Fall. Da braucht man dann. Das bist du männlich auf jeden Fall, habe aber noch nicht den Level für Level 40, das wäre gut. Dann muss ich auch wieder bolern. Aber erst mir den blöden Dilo wegmachen. Wo ist denn jetzt das Dimorpho dann? Da. Lande mal bitte wieder. Wieder die blöden. Ich will erstmal das Dimorpho dann. Könnt ihr mich die mitkriegen?
betäuben. Ist mir egal, der liegt. Nicht das Ding hier dann hier noch an. Der wäre sogar Level 8 gewesen. Okay. So, für den hier Fleisch. Aber hier werden wir auch Narkotics brauchen. Die bauen nämlich unglaublich schnell ab. Ich nehme mal hier 20, das reicht dann aber. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Du kommst gefälligst her. Am besten mein Dimorphodon. Eh, geh mir nicht auf den Keks. Ich fülle mal schon ein bisschen nach. Einfach zur Sicherheit. Sag mal. Noch jemand? Aber das müssen wir auch schaffen. Ja. Den brauche ich jetzt auch gar nicht gleich mit nach Hause bringen. Den kann ich auf der Schulter tragen. Ist da drüben? Baryonyx haben. So, das haben wir. Sehr gut. Dich setze ich mal auf Passiv. So, dann haben wir dich. Sehr gut. War das auch erledigt. Das geht wirklich ratzfatz jetzt hier. So, okay. Was brauchen wir noch? Pferde stehen irgendwann noch auf unserer 10-Liste, aber nicht für die Kibbelfarm. Galli. Ja, Galli bräuchte man noch. Galli ist auch nicht so einfach, weil ich die nämlich, glaube ich, nicht anheben kann mit dem Argentavis. Ich probiere es mal. Aber ich glaube, das ging nicht. Oh doch! Achso, jetzt ist natürlich das Problem, ich habe kein 10-Gehege. Allerdings tut er ja nichts. Das heißt, ich kann ihn auch einfach in der Kibbelfarm betäuben. Dann ist er auch gleich da, wo er hin soll. Mir war es so, als hätte ich die nicht anheben können. Vielleicht wurde das halt auch geändert. Passiert ja doch in letzter Zeit häufiger, dass so Tiere angepasst werden. Also der Argentavis kann jetzt auch Babys anheben. Das ging ja auch eine ganze Weile nicht. Oder ging eigentlich noch nie. Jetzt kann er's. So, nehmen wir mal das nämlich gleich so, dass ich dich hier reinwerfe. Ich pfeife hier alles auf Passiv. Und dann dürfte das nämlich auch mal völlig egal sein, ob hier noch andere Tiere drin sind. Ich glaube allerdings, ich muss das auch mit dem Gewehr machen. So, er kann ja nicht über die Mauer. Hier hinten in der Ecke, das müsste doch gut sein. Passen. Er rennt halt ziemlich schnell, das muss ein bisschen gut sein. Jetzt bleib doch mal irgendwo hängen, wo ich dich betäuben kann. Das ist ja schlimm mit dir. Hallo. Bleib hier in der Ecke. Müssen wir halt ein bisschen einfärchen hier. Jetzt hat er es doch wieder rausgeschafft. Also es ist nicht die beste Idee, das hier drin zu machen, aber ich habe halt noch kein 10-Gehege gebaut. Wo bist du denn jetzt? Jetzt liegt er. Ah ja, das ging ja doch.
Dann relativ unkompliziert. Ich lege dir mal das hier kurz rein, damit ich mich um den Rest hier kümmern kann. Das und Narcotics werde ich für dich brauchen. Der verliert nämlich auch relativ schnell. Gleich mal nachfüllen und gleichzeitig noch unser Dimorpho dann absetzen. Die sehen sich ja sogar ziemlich ähnlich hier, die beiden. Können wir mal reingucken. Na gut, Saurius. Auch geil. Statt Parasaurus oder Parasaurier ist es ein Parasaurius. Wisst ihr was? Ich nenne den hier gleich Parasaurius. Also tut mir leid, falls ihr jetzt schon den Namensvorschlag mittlerweile gemacht habt. Ich nehme hier die Folgen jetzt im Stück auf. Ich weiß also nicht, ob ihr da Vorschläge vergeben habt oder nicht. Aber das musste ich jetzt einfach machen. Parasaurus. Okay. Der braucht auch ein Weilchen. Müsste mal gucken, wie es unserem Stego geht. Das steigt noch an. Ich mache hier mal ein bisschen gleich rein. Da kann ich nach dem Stego mal gucken gehen, wie weit der ist. Multitasking-fähig sollte man sein, na, wenn man das hier macht. Ah, der liegt noch. Wir gucken trotzdem mal, wie weit er ist. Ob das hier alles noch nach Plan läuft. Uff, der hat ja noch nicht mal die Hälfte geschafft. Gut, ja, nee, dann bleibt er halt noch ein bisschen da rumliegen. Ach, der Liga, der ist immer so groß. Aber gut, das ist halt ein Liga, ne? Und ich werde wahrscheinlich auch mal in Ruhe das dann hier nochmal alles irgendwann herrichten, dass die dann nicht so chaotisch hier rumstehen. Wo es ja eigentlich auch egal ist, weil wenn man das ganz ehrlich betrachtet. Aber ja, es sieht halt einfach schöner aus. Ja, das dauert halt ein Weilchen, aber wir können ja nebenbei dann auch mal gucken. Zur Bestandsaufnahme machen, was wir dann noch brauchen. Also, wir brauchen noch ein Ankylo. Stego sind wir gerade dabei. Trike haben wir. Dimetrodon brauchen wir noch. Dauert halt. Schildkröte haben wir. Wenn ich hier schon die Ecke manövriert. Galli sind wir gerade dabei. Raptor haben wir. Parasaurus haben wir. Pteranodon brauchen wir. Pachi brauchen wir. Terrorvogel brauchen wir noch. So, und von diesen kleinen Tierchen haben wir dann alles. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch einen zweiten Oviraptor. Gut, aber dann sind wir doch schon über die Hälfte durch, würde ich sagen. Oder fast. Also, Ankylo, Dimetrodon, Pteranodon, Terrorvogel, Pachi. Das müsste es doch dann gewesen sein. Dann würde ich als nächstes wahrscheinlich gucken, dass ich so einen Terrorvogel bekomme. Da ist allerdings das auch wieder ein bisschen anspruchsvoller. Vielleicht mache ich den ja auch mit einer Bola. Das müsste eigentlich mit einer Bola gut funktionieren. Mal schauen. Ich möchte eigentlich jetzt nicht wirklich noch ein Zehengehege bauen müssen.
für die Kibbelfarmtiere. So, das wirst du nicht mehr brauchen. Komm. Werd fetsch. Werd fetsch. Danke. So, wunderbar, haben wir das also auch. Können wir auch gleich auf passiv stellen. Ich werde dann natürlich, wenn ich hier alle fertig habe, den einen oder anderen noch auf neutral setzen, falls sich doch mal hier drin ein Tierchen verirrt, das ein bisschen Unruhe stiften möchte, dass man dem entgegenwirken kann. Okay, gut. Ja. Warte mal, habe ich dir die Beeren wieder rausgenommen? Die brauchst du ja jetzt auch nicht mehr. Danke. Gut, also wie gesagt, Terrorvogel, Ankylo, haben es fast geschafft. Terrorvogel ist dann relativ leicht zu finden. Den Carno da drüben, den Alpha Carno, müsste man auch mal früher oder später platt machen. Aber für heute würde ich die Folge dann auch wieder beenden. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Folge, die Kibbelfarm dann soweit auch durchzubekommen. Muss man mal schauen. Für heute sage ich jedenfalls erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.